Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Stella. Ich habe mich mal informiert, was mit dem Brief auf sich hat, und ich bin nicht schlauer geworden, denn es steht halt nichts im Internet. Du Truller, du Alter. Es steht einfach nichts. Wie viele Tage sind jetzt vergangen? 10? Bis sie mir den Brief geschrieben hat? Ist das deren Scheiß Ernst? Ich wollte jetzt sagen, so, ja, dann werde ich jetzt die wohl einen ganzen Monat jetzt damit verbringen, wohl oder übel, einfach mal nichts zu machen und den ganzen Monat überspringen. Vielleicht schreiben wir da einen Brief, hätte ich jetzt gesagt. Aber nein, jetzt schreibst du mir doch einen Brief. Okay, danke, dass du da warst. Am Ende konnten wir die Wahrheit nicht herausfinden, aber es war trotzdem eine gute Gelegenheit für mich, meine Gedanken neu zu ordnen. Ich nahm etwas Zeit, um alles zu überdenken. Und ich glaube, dass ich endlich zu einem Schluss gekommen bin, über den ich gerne mit dir reden würde. Bitte besuche mir mein Zimmer am nördlichen Dorfplatz von Aria. Treff Aria in der Kapsel beim nördlichen Dorfplatz in Lethe. Das habe ich vor, du. Das habe ich vor. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich, hätte jetzt gesagt, so, ich finde nichts, ich bin zu doof für das Spiel. Ich habe nichts gefunden, wo es irgendwo steht, wie wann das jetzt wieder, wann das Event auftaucht. Wann sie mir den nächsten Brief schreibt. Bei Praka oder so musste ich damals ja auch gucken. Und da stand halt drin, von wegen, ja, du musst schon das nächste Kapitel abschließen, ne? Dann geht's weiter. Das wird dann ja nicht gesagt. Das steht halt immer nur, warte auf den nächsten Brief. Das ist halt der Bullshit. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt der richtige Bullshit. Wir hätten auch zumindest schreiben können, irgendwie. Ja, die Voraussetzung, die man machen muss, was mache ich hier eigentlich? Voraussetzung. Warte so und so lange, schließe Kapitel, bla bla bla, der Story ab. Halt, so eine Kleinigkeit. Ist das so viel verlangt? So, dass man sich auch wirklich sicher ist. Ne? Man ist sich, klar, wenn da steht, warte auf den nächsten Brief, kann es ja alles bedeuten. Es kann ja bedeuten, dass wir jetzt das nächste Kapitel abschließen müssen. Oder dass wir Ende abschließen müssen. Oder halt auch nicht. Oder einfach nur Zeit vergehen lassen. Was ja nicht gesagt wird. Weil wir hatten es ja auch schon, liebe Praka, dass das erst er und Esel, dass er erst Kapitel vergeht. Also nicht Esel, sondern Einhorn, ich weiß. Dass da halt erst noch Kapitel. Story vergehen muss, ne? Ja, aber nun gut, ja. Hey, ein, danke, dass du gekommen bist. Ich wollte mit dir über die Lücke in meinem Bewusstsein reden. Dieses Mal habe ich allerdings keine Theorie. Ich habe nur nachgedacht. Egal wie man es betrachtet, die Gesetze der Physik und der Biologie können es einfach nicht erklären. Es ist für den menschlichen Körper unmöglich, komplett herunterzufahren und dann alle Funktionen wieder aufzunehmen. So, das gibt es nur im Märchen. Du bist allerdings am Leben. Du hast recht, ich bin noch am Leben. Dieser Tatsache muss ich ins Auge sehen. So wie die Theorie von Dianthus über die Existenz einer Seele. Ganz allein darüber nachzugrübeln bereitet mir nichts als Kopfschmerzen, also hör mir bitte zu. Als wir das letzte Mal beim Schloss der Illusion waren, habe ich mich etwas mehr über diese Kapsel beschäftigt. Wie sie auf die Erde fallen konnte. Du erinnerst dich daran, oder? Ja, die Chronomalie begann zu leuchten. Ja, allem Anschein nach. An dem Tag, an dem die Kapsel gelandet ist, war die Chronomalie ungewöhnlich aktiv. Wir wissen, dass die Aktivität durch eines von Geistexperimenten ausgelöst wurde. Also wurde der Absturz dieser Kapsel ebenfalls von diesem Experiment verursacht. Glaubst du, Geist hat das geplant? Das glaube ich nicht. Der Abschluss der Kapsel war nicht Teil von Geistes Plan. Es war vielleicht viel eher ein unbeabsichtigter Nebeneffekt als eines Experiments mit der Chronomalie. Der Aufzeichnung nach zu urteilen, war die Aktivität der Chronomalie so stark, dass sie bereits nicht mehr messbar war. Der Aktivitätsimpuls der Chronomalie entstand wohl durch elektromagnetische Wellen, was den Absturz ausgelöst hat. Absturz. Diese Kapsel wurde ursprünglich hergestellt, um mich als Testobjekt in die Orbitalwege zu schützen. Als einziger Mensch, der je direkten Kontakt zur Roten Königin hatte, stellte ich ein wertvolles Forschungsobjekt dar. Deshalb wurde ich anders als die anderen nicht in eine Hibernationsvorrichtung, sondern in diese Kapsel gesteckt. Wegen dieser Forschungen verfügte die Kapsel auch über eine Raumfahrtfunktion. Ich glaube, ich hätte nach Lost Gaia überführt werden sollen, sobald sie die Koordinaten entdeckt hätten. Denn sie glaubten, mich nach Lost Gaia zu bringen, sei der erste Schritt, das Silenzium erklären zu können. Ich schätze, man könnte sie als fliegende, nur für mich gemachte Forschungskapsel bezeichnen. Du Glückspilz. Glückspilz, ich wurde vermutlich wie ein Versuchskaninchen behandelt. Jedenfalls ist das alles, was ich bisher weiß. Die Kapsel muss wegen Geistesexperiments Bruch landen. Meine Vitalparameter wurden bis zum Zeitpunkt des Experiments aufgezeichnet.
Meine Gehirnwellen waren bis zum Zeitpunkt des Experiments inaktiv. Bis zu diesem Moment wurde alles auf dieser Konsole dort aufgezeichnet. Aber ab jetzt werde ich wirklich deine Hilfe brauchen. In welchem Zustand befand ich mich, als meine Kapsel in Lethe landete? Ich weiß, dass deine Erinnerungen an diesen Tag verschwommen sind, aber sag mir, woran du dich erinnerst. Mal sehen, zu dieser Zeit war Aria in der Rüstung drinne. Bewusstlos. Naja. Rot, Igin, darauf. Du sagst, was hältst du Schmerzen? Ich meine, du hast etwas gesagt. Genau, wie ich vermutete hatte. Das bedeutet, dass ich, als die Kapsel auf Boden aufschlug, bereits wieder bei Bewusstsein war. Paradoxerweise bedeutet dies, dass ich wieder ins Bewusstsein gekommen sein muss, während die Kapsel fiel. Verstehst du, was ich damit sagen will? Etwas muss gleichzeitig passiert sein? So ist es. Wenn es einen Moment gegeben hat, in dem etwas Unerklärliches hätte passieren können, dann war es dieser. Ich sag dir mal, was ich denke. Ein unerklärliches Phänomen trat während der Bruchladung auf und so erlangte ich mein Bewusstsein zurück. Es fand ein ungewöhnliches Ereignis statt, wie wir es noch nie zuvor gesehen hatten. Weißt du noch, was der ursprüngliche Grund für mein Geistexperiment war? Er wollte den Planeten zerstören? So hat es nicht begonnen. Sein ursprüngliches Ziel war es, ein Tor zur Erinnerungszentrum des Planeten zu öffnen, weißt du noch? Ja, natürlich. Er hat die Chronomalie aktiviert, um das Erinnerungszentrum des Planeten zu erreichen. Und wir wissen, dass es wirklich existiert. Es gibt nur etwas anderes, als dass du dich ändern musst. Zur gleichen Zeit bewegte sich die Ruine von Lost Gaia durch die Aktivität des Chronomalie nach Regaia, nicht wahr? Ja. Das ist Beweis dafür, dass sich das Tor zum Erinnerungszentrum des Planeten durch das Experiment geöffnet hat. Würdest du nicht auch sagen, dass dies zu dieser Zeit das ungewöhnlichste Ereignis war? Das war eine recht lange Einleitung, aber hier ist meine Hypothese. Mein Bewusstsein war vielleicht im Erinnerungszentrum des Planeten gefangen. Als das Tor durch das Experiment geöffnet wurde, erlangte ich mein Bewusstsein zurück. Also eine außerkörperliche Erfahrung. Ich schätze, so könnte man es nennen. Ich weiß nicht, ob man es beweisen nennen kann, aber die Zeitachse stellt sich wie folgt dar. Komm zum Punkt, please. Ich habe im Moment das Bewusstsein verloren, indem ich mit der Roten Königin in Kontakt kam. Greift die Astralzelle der Roten Königin oder der Chronomalie auf das Erinnerungszentrum des Planeten zu, frage ich mich, ob es möglich wäre, dass meine Seele in genau diesem Moment in das Zentrum gesogen wurde und mein Bewusstsein dort 2000 Jahre lang gefangen blieb. Dann öffnete Geistexperiment das Erinnerungszentrum des Planeten und meine Seele konnte zu mir zurückkehren. Das ist zumindest meine Theorie. Ich habe mir das Hirn zermartert, um eine Erklärung dafür zu finden. Aber seit ich in Regaia aufgewacht bin, habe ich so viel Unglaubliches gesehen, dass es gar nicht so verrückt klingt. Ich habe mehr Wissen über die Verbindung zwischen Menschen und Sternen erlangt, als ich je für möglich gehalten hätte. Ziehen wir all dies in Betracht, ist es die beste Erklärung, die ich mit meinem Wissen finden konnte. Deshalb kann ich diese Theorie nicht einfach als etwas Übernatürliches verwerfen. Ich glaube, du hast recht, ja. Es ist allerdings nur eine Theorie, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber weißt du noch, was Diantos gesagt hat? Ja, natürlich. Diantos redet viel. Was wir jetzt nicht verstehen, wurde durch unsere Wissenschaft nur noch nicht erklärt. Die Wissenschaft wird also sicherlich eines Tages die Verbindung zwischen Bewusstsein und Sternen erklären können. Oder viel eher werde ich diejenige sein, die diese Verbindung erklärt. Ich bin immerhin Wissenschaftlerin. Es gibt nichts, was die Menschheit nicht erklären kann. Zivilisation entsteht durch das Erklären von Ereignissen. Ich glaube, das ist unser Lebenszweck als Kollektiv. Und das, was ich erlebt habe, wird dabei ein wichtiger Hinweis sein. Eines Tages werde ich es verstehen, dieses Gesetz. Danke, Ein, dass du mir zugehört hast. Das ist alles für heute. Ich schreibe dir, wenn ich dich wieder brauchen sollte. Ich hoffe, du leistest mir beim nächsten Mal wieder Gesellschaft. Gerne doch. Vom Erben der Sterne. Philosophenstein und Weisenwurzel. Super. Darf ich jetzt wieder einen halben Monat auf Post warten? Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Jedenfalls bin ich froh, dass ich von selbst auf eine Theorie gekommen bin. So sind wir Menschen. Wir bauen Dinge Stück für Stück auf. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja, das ist super. Freut mich für dich. Boah, dass die alle so ultra lange reden können. Ey, wenn ich halt nicht ein Let's Play machen würde, ne? Ich glaube, ich hätte angefangen, irgendwelche manche Texte einfach zu skippen, ne? Holy moly, Alter. Gut, wir warten natürlich jetzt noch auf den letzten Brief, ne? So, gib her. Ja, Tag 18. Ist der letzte Brief, den wir brauchen, ne? Warte auf Arias nächsten Brief. Ja, wir müssen mal kurz eben raus den Pilz gießen. Weil wenn der nicht... Wir wollen ja auch... Der wächst ja ein ganzes Jahr lang. So angeblich. Sollten wir ihn auch gießen einmal. Die Mondfrucht. Und dann gehen wir wieder schlafen.
Damit wir alles hinter uns haben und uns einfach nur der Story widmen können. Oh mein Gott, wir können uns denn einfach nur der Story widmen. Stell dir das mal vor. Wir sind Part 113 und haben endlich alles fertig. Danach. Das wär's, oder? Boah. Stell dir das mal vor, wir haben was erreicht. Ach, es regnet, ja super. Ja, die Frage ist jetzt, ob wir müssen ja auf den Brief warten, ne? Bleibt uns ja nicht alles übrig, oder? Ja gut, dann bedeutet es wohl schneiden, ne? Oder? Ich weiß es nicht, ich komme drauf an. Nein, das heißt nicht schneiden. Lies Arias Brief. Das ist wirklich super, dass es jetzt lang, dass es nicht doch nicht so ewig gedauert hat. Weil ich hätte jetzt geschnitten. Wenn es noch länger gedauert, hätte ich geschnitten. Hey, einfach rausgeschnitten. Einfach weggemacht. Ne? Richtig hinterhältig. So, du brauchst ein bisschen länger, ne? Kann das sein? Mondfrucht? Die Frage ist jetzt... Ja. Die Frage ist jetzt, ob man... Ja, man sieht das nicht, ne? Aber die Frage ist halt natürlich, ob jetzt, trotz dem Silentium kommt, ne? Gehen wir an den Strand. Ich weiß ja komplett, aber lass uns an den Strand gehen. Ich will einfach das gerne das Meer sehen. Ich warte den Shuttle auf dich von Aria. Trifft zwischen 9 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags und Shuttle da. Ja, gut, dann machen wir dies, ne? So, dann gehen wir aber nochmal. Weißt du was? Wir kaufen dir nochmal Futter. Wenn wir nochmal Futter kaufen können, ich frage mich ja, ob was es bringt. Weil wir können ja auf ein Toto Katu oder so, können wir ja schnell buddeln. Und ich wundere mich und ich frage mich vor allem, was man noch freischalten könnte. Also nach Shuttler. Das ist wohl. Wenn wir ihnen noch mehr Futter geben. Aber Futter wird immer teurer. Ich dachte, das ist einfach ganz normales Futter gewesen. Aber nö, das ist halt spezielles Futter irgendwie. Hallo. 10.000. So, dann schauen wir mal. Uiui, ganz schwarz heute? Ist irgendwas passiert? Trauerst du? Ich frag halt nur, ne? So, ja, Eingang. So, und dann raus. 9 Uhr, sagt sie. Treff mich zwischen 9 und bla bla bla. Ah, ich muss erstmal nach Hause. Ich muss mir Futter geben, ne? Das ist ja so dämlich, oder? Ist das dämlich? Man reitet auf das Vieh und kann nur, aber muss nach Hause, um das Futter zu geben. Ja, ja. Totokaku futtern, ja. Der Level deines Totokakus ist gestiegen. Es ist nur noch schneller und benötigt für Reisen noch weniger Zeit. Das freut mich. Kann man noch mehr, kann man jetzt noch mehr, ja. Das lohnt sich halt nur, bevor man wirklich das Flugschiff hat, oder? Das lohnt sich nur vorher, aber wenn man das, sobald man das Flugschiff hat, lohnt sich ja gar nicht, überhaupt nicht mehr. Naja, gut. Dann gehen wir noch mal gucken, ob wir noch mehr kaufen können. Das wäre halt besser investiert, hätten wir es vorher gemacht, bevor wir das Flugschiff haben. Ja, 20.000. Ja, ja. So, Eingang. Die 10 Meter, ich weiß, ich weiß. Gut, einmal raus. Totokaku füttern. 20.000, das ist schon eine Menge, ne? Das ist schon eine Menge. Was bringt das denn? Okaeri. Ja. Hi. Begib dich tiefer in die Sternkrippe hinein. Machen wir, sobald wir das ja alles hinter uns haben. Er kann nun Flüssen und Meeren? Ich speichere einmal, weil letzte Zeit, wo ich mich informieren musste, immer wieder gelesen, dass bei einigen das Spiel abstürzt. Und jetzt habe ich Angst nach 113 Paar oder im Part 113, dass das mir auch passieren könnte. Also man kann jetzt da auf dem Meer reisen. Das gucken wir uns doch mal an, oder? Da hat Schwimmen gelernt. Man kann hier runter. Ui. Das ist cool. Suchen. Yay. Ey, das ist wirklich cool. Na egal.
So, können wir zum Strand. Heines Atelier ist in der Nähe, ne? Ist ja in der Nähe. Was so mit dem Mädchen passiert ist, was halt die Adoptiveltern hat, ob wir davon mehr erfahren werden. Irgendwann in Teil 2, nicht wahr? Da wisst ihr. Hallöchen. Bitte komm diesmal zum Punkt. Sieht nicht danach aus. Diese Aussicht hat mir schon immer gefallen, seit ich das erste Mal hier war. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht ist es die Nostalgie, die man beim Anblick eines so wunderschönen Ozeans verspürt. Danke, dass du gekommen bist. Ich wollte noch einmal mit dir über diese Theorie sprechen. Theorie? Hast du Fortschritte gemacht? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mich dazu entschlossen, meine Nachforschung über mich selbst für eine Weile zu unterbrechen. Ich bin mit der Theorie zufrieden, die ich beim letzten Mal aufgestellt habe. Obwohl man in der Wissenschaft stets aufgestellte Hypothesen beweisen muss. Aber wir müssten zu viele Theorien miteinander verbinden, um das zu erreichen. Die heutige Wissenschaft ist noch weit von einer solchen Aufgabe entfernt. Ich habe allerdings nicht aufgegeben, nur um das klarzustellen. Wenn ich sage, die Wissenschaft sei noch nicht bereit, meine ich das positiv. Bisher habe ich krampfhaft versucht, Antworten auf Dinge zu finden, die die Wissenschaft nicht erklären konnte. Ich hatte noch nie eine sonderlich positive Einstellung zum Unbekannten. Normalerweise macht das mir Angst. Und stempelt alles Unerklärliche sofort als Übernatürliches ab. Aber seit ich in Regaia lebe, seitdem habe ich gelernt, dass das Universum unendlich viel größer ist, als uns bewusst ist. Also gibt es Raum, um zu wachsen. Das hast du schön gesagt. Ich dachte immer, die Welt sei ja ein kalter Ort. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse sind solide, so kühl und unflexibel. Aber ich glaube nicht, dass die Welt wirklich so funktioniert. Ich stelle mir vor, dass das Universum seine eigenen Absichten hat und seine eigene Wärme. So wie mein Bewusstsein gerade hier existiert, muss es auch eine abstrakte Seite des Universums geben. Wie bei der Unschärfe-Theorie könnte man es als Unschärfe-Weltraum bezeichnen. Im Gegensatz zur Quantentheorie oder dem Messproblem zum Beispiel. Wir Menschen werden eines Tages unseren Weg ins Reich des Unbekannten finden. Dafür werde ich sorgen. Ich meine, sieh dir nur diese fünf Planeten an. Wir wissen noch immer nichts über den Stern, auf dem wir leben. Das ist wahr. Auch wenn es vielleicht nicht sofort geschehen wird. Naja, wir sind auf dem Mond. Denke ich. Denn nicht einmal die von uns Menschen erschaffene Wissenschaft hat auf alles sofort eine Antwort. Wir stehen immer noch auf den Schultern von Riesen. Wir bewegen uns stetig voran und genau diese Beständigkeit ist die größte Waffe der Wissenschaft, der Menschheit. Solange wir unseren Streben fortsetzen, werden wir eines Tages die Wahrheit des Universums erkennen. Das ist die Romantik der Wissenschaft. Weißt du ein? Ich hatte noch eine Idee bezüglich dieser gesamten Untersuchung. Es geht darum, wieso mein Bewusstsein im Erinnerungszentrum des Planeten gefangen war. Es ist keine Theorie, nur ein Gefühl. Ich meine, es ist nichts Bedeutsames, aber es schadet auch nicht, es dir zu erzählen. Ich bin sicher, dass unser Bewusstsein entsprungen ist aus... Wenn man sich etwas wünscht. Oh, Aria. Woraus ist unser Bewusstsein denn entsprungen? Erzähl mir das mal. Es gibt Sachen, die werden einem niemals erzählt, ne? Aber... Ich glaube, die Glocken will ich jetzt nicht verschwenden, ne? Wir gehen nach Hause. Gehen schlafen und erwarten wir nochmal kurz Arias Brief ab, weil nach der Story von einem erwartet einen immer noch ein Brief, ne? Wir wissen ja, wie der Hase läuft. Zurück nach Hause. Ja. Und dann gehen wir ein letztes Mal schlafen und dann machen wir den Dungeon weiter, ne? Ist das eine gute Idee? Ja, wir haben noch 10 Minuten danach. So. Gut. Tag 21 mittlerweile. Schon wieder Herbst. Jetzt kriegen wir auch keine Benachrichtigung. Ich guck mal gleich bei den Feen. Quest-Dinger danach, was da ist, was da drin steht. Ob wir alles jetzt haben. Traum. Ich las etwas aus meiner Kindheit, wo ich mich fragte, ob diese Welt nur der Traum einer anderen Person ist. Ich muss jetzt einfach daran denken, das Wesentliche wird das Auge sehr unsichtbar. Aus dem Ozean lässt sich der Himmel nicht beobachten. Und die Menschheit versucht seit Jahrtausenden eine richtige Vorstellung vom Universum zu gewinnen. Das Reich dessen, was wir wahrnehmen können, wird stetig größer. Eines Tages werde ich diesen Traum enträtseln. Von Aria. Oh. Na, schön gesagt, du. Schön gesagt. So, Pilz. Wachse.
So, so, so. So, müssen wir eigentlich alles fertig haben hier. Bring den Tutu-Kack auf Level 4. Auf Level 5. Level 6 nicht mehr, ne? Nee. Da, baue enge Beziehungen zu allen Freunden auf 100. Da drücke ich jetzt mit Schmackes auf die A-Taste. Und... Haha. Yes. Das ist doch erfreulich. Wir haben sämtliche Freunde, sämtliche Begleiter, zusammen mit Esel, also Einhorn, auf Maximum. Guckt es euch an. Ist einfach unfassbar, oder? Unfassbar. Unsere Gruppe besteht jetzt gerade aus. Okay, dann lassen wir so. Gut, dann machen wir weiter, ne? Machen wir weiter im Geschehen. Ich muss, habe ich gegossen? Ich habe gegossen, habe ich. Gut. Ja. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Nium. Und dann auf in den, in die Sternkribbel. Kribbel, kribbel. Dem. Da haben wir schon Abkürzung geschaffen im letzten Part. Ich werde den Part, natürlich jetzt nicht durchschaffen hier, ne? Ist ja klar, ne? Das ist halt natürlich. Aber ich bin halt gespannt, wie sich das hier jetzt auflösen wird. Wer der wahre Endboss ist. Und wir können ganz sicher, wir wissen alle, dass am Ende irgendjemand muss hier dafür verantwortlich sein, ne? Irgendjemand wird alle dafür verantwortlich sein, dem werden wir ordentlich einen auf die Mütze hauen. Irgendjemand muss dafür gerade stehen. Irgendeinen Sündenbock finden wir schon. Ah, die Musik ist so cool hier, ne, oder? Oh, nö. Was? In dieser Gegend wachsen Pilze. Ihre Hüte geben ein leicht ein bläulich-weißes Licht ab. Wahrscheinlich Effekt der Kristalle. Sie sehen nicht essbar aus. Trotzdem probieren? Nein. Das ist wahnsinnig. Kannst du nicht einfach fressen. Ja, das Ding ist rot und Level 72 und wird uns töten. Alter, wieso ist die Musik so gut hier? Ist schon cool. Was ich frage, ob wir schon alle Monster gesehen haben. Gegner? Nee, ein Monster, eine Monsterart fehlt noch. Bist du das vielleicht, Solbart? Weiß man nicht, ne? Werden wir herausfinden. Wir laufen weiter und gucken mal, ob wir alle Gegner, jede Gegnerart dann schon mal gesehen haben. Auch hier schmilzt der Kristall, so wie in der Forschungsstation. Ich laufe da nicht in die Krütze. Das mache ich nicht. Für kein Item der Welt. Also Pilze esse ich hier nicht, ne? Was ist das hier? Es sieht aus, als ob ein Mensch ähnlich Monster aus dem Weg durch den Raum kreuzen wird. Bei genauer Betrachtung siehst du, dass es einen glänzenden Stein bei sich hat. Der Stein ließ er sich bestimmt für viel Geld verkaufen. Du bist ein Vorteil, dann könntest du ihn im Kampf holen. Aber dieses Monster wirkt stärker als die anderen hier. Du musst vorsichtig sein. Nee. Er freut sich über so einen Stein. Lass ihn doch. Lass ihn doch sich über einen Stein freuen. Wo geht's denn hier lang? Ah, da ist Sackers, okay. Einfach freuen lassen, oder? Sternweizensamen. Hier? Einfach Sternweizensamen. Naja, ich will mich nicht beschweren, ne? Oder Schrika? Nee, ne? Oh Gott. Kill-Kitas. Da oben sehen wir schon wieder ein... Ja, er hat seine Verteidigung erhöht. Da oben sehen wir so ein Winddings. Ein Winddings. Genauso heißt das Winddings. Wahrscheinlich müssen wir von hier aus dann irgendwie da hinten hin, ne? Alter, Dungeon sieht aber schon cool aus, muss ich ehrlich sagen, ne? Das gefällt mir schon. Muss das schon aktivieren. Wir reiten den Wind, Bulli. Sieht aber schon cool aus für den finalen Dungeon, ne? Bin ich ehrlich. So, waren das jetzt wirklich alle Viecher? Aufträge, was haben wir denn? Es wird immer noch gelevelt, stimmt ja. So, nicht fertig. Haben wir jetzt alle Gegner gesehen? Nein, haben wir noch nicht. Da steht ja die Zahl. 2000 Schaden machen wir bei Solbart. Und die Alvedre. So.
Ich will mal gucken, ich will mal wissen, ich will wissen, ob es das, ist. Nein, da war es nicht. Wahrscheinlich jetzt erst. Vielleicht, wenn überhaupt. Gut, da sehen wir Schreck F4. Ne? Die heißen auf Englisch 4, die Dinger. Das sind hier Angstkreaturen. Alter, was? Dreh dich um. Ein roter, tiefer Wanderer. Der hat auf linken Ohr gegrunzt. Ich bin voll erschrocken gerade. Plötzlich knurrt es neben mir. Ja, wenn man Kopfhörer hat, ne? Wenn man Kopfhörer hat, hört man alles ein bisschen intensiver. Plötzlich knurrt es auf dem linken Ohr. Also ab und dass man hier ab und zu mal raus muss, ist ja selbstverständlich, ne? Wegen hier ein paar gute Level machen. Das macht das ja. Orichalkos. Heiliges Holz, der dreht auch seine Runden da. Na, ich muss immer auf die Karte, einen Blick auf die Karte haben. Jetzt dreht er nämlich um. Muss ihm, glaube ich, hinterher. Hinter ihn her. Hi. Ja, wahrscheinlich muss ich dann immer hier lang laufen und so, ne? Lass den Dicken mal vorbei. Gut. Ignorieren wir mal, ne? Ja. So. Oh, da vorne geht's weiter. Unerforschter Pfad. Es wird auch links nichts gezeigt, oder? Dass es da irgendwie ein bisschen weitergeht, irgendwie? Mehrere Ebenen oder so? Steht hier nicht. Das steht hier nicht. Ich meine, Boss wird da jetzt nicht sofort kommen, weil hier ist kein Monolith zum Hinporten. So. Aber da ich jetzt nicht weiß, was einen wirklich da erwarten tut, denke ich mal, dass wir im nächsten Part weitermachen. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.